Na? Okay, pass auf, ich habe keinen Bock, über irgendwelche politischen Sachen zu reden. Ist schon schlimm genug in der Welt. Wir reden über Sachen, auf die wir Bock haben, okay, die keine Bedeutung haben, aber die mal gesagt werden müssen. Alles klar? Na, halt die Backen, Alter, los. Alter, fahr los, Mann. Für alle, die sich wundern, was hier gerade passiert, wir sind nicht bei Carpool Karaoke, heißen die so? Whenever, wherever, we gonna be together. Ja. Wir fahren heute mal durch Berlin und regen uns über Sachen auf, die uns tierisch auf den Sack gehen. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr, hier lange irgendwas anzumoderieren. Wir fangen jetzt an. Zugucken! So, Alter. Auf geht's. Okay, pass auf, ich fange mal direkt mit der Scheiße an. Was passiert? Nicht ist was passiert. Es passiert jeden Tag. Wie kann das sein, dass 13, 14-Jährige in die Bahn gehen und ihr fucking also diese MP3-Handys. Ja. Die kommen rein, die sind zu fünf, die haben ihr fucking MP3-Handy so unfassbar laut mit irgendwelchen, ich ficke deine Mutter und wenn ich nicht deine Mutter ficke, dann ficke ich deinen Vater. Und das, ey, das sind ein paar Assis, die so eine Scheiße machen. Dazu ist es doch nicht erfunden. Wir hatten die, doch wieso, Mann? Es gibt doch Kopfhörer, ey. Das sind einfach richtige Krüppel. Die denken, dass sie dadurch hart sind oder was weiß ich so, ja, also... Keine Ahnung, Mann. Wie war das bei dir früher, wenn du mit Freunden unterwegs warst? Ja, da habe ich richtig laut Mucke angemacht. Ja, genau. Deswegen bist du ja auch mit Freunden unterwegs, damit du dich gar nicht mit irgendjemandem unterhalten musst. Nein, Mann, das ist einfach richtig geil und ich bin cool, ich bin in der Bahn, Alter, und jeder soll mitkriegen, dass ich krasse Gangstermucke höre, obwohl die erst ab 16 ist, ich bin aber erst 13 und höre sie trotzdem. Ich bin Outlaw, Alter. Ich bin richtiger Outlaw. Ja, wir sind die richtig harten Gangster. Du sitzt halt da und weißt gar nicht, was du machen sollst. Innerlich denke ich immer, du gehst, so wie wir an irgendeiner Bahnhaltestelle halten, gehst du hin, reißt dem das Handy aus der Hand, schmeißt es aus der Bahn, sagst es richtig auf den Boden. Ja, oder schmeißt es einfach raus und sagst, da kannst du weiterhören, du Assi. Und dann kommen irgendwelche Frauen rein, erwachsene Frauen, Mann, die sind doch wirklich alle 13, 14, 15. Ja. Kommen irgendwelche erwachsenen Frauen rein und es wird hinterher gepfiffen, es wird auf den Arsch gestarrt, es wird, so wo ich denke, Alter, du kriegst ihn doch noch nicht mal hoch richtig, ey. Spritzt er sofort ab, wenn er nach einer Sekunde drin ist, Alter, also keine Ahnung. Das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass Leute nicht Auto fahren können? Ja, dass Leute nicht Auto fahren können, aber er guckt ja auch auf sein Handy. Diese Ich-Bezogenheit. Ich gehe da jetzt rein, ich höre jetzt laut meine Musik, ich springe über die Bänke, ich sitze mit meinen Schuhen auf den Bänken, obwohl gerade draußen alles voller Motter und Regen ist. So ist es doch scheißegal, was die anderen sagen. Man hat keinen Respekt mehr vor anderen Leuten und vor anderen Meinungen. Auch vor anderen Besitz einfach so, ja? Du bist dann, das gehört nicht dir, Alter. Du kannst doch bitte machen, was du willst. Irgendwelche fressen irgendwas, denen läuft die Soße runter, Alter. Auf die ganzen Bezug, Alter. Da will ich doch jemand anders noch hinsetzen. Naja, nee. Was sollen die Scheiße? Ist doch scheißegal. Ja. Weil wenn die aufstehen, dann sind sie doch weg. Das ist doch scheißegal. Aber außerdem gibt es ja auch eine Putzfrau, die das macht. Ja, war, so. Ja. Ja, genau. Das bezahle ich ja mit, ja. Ja, genau. Das ist richtige Missgeburt. Ja, total, Mann. In dem Zusammenhang, ich war neulich Basketball spielen, habe mit drei, weiß ich nicht, Typen gespielt, so Mitte, Ende 40, also erwachsene Männer, ja, wo du wirklich sagst, die sind auch optisch erwachsene Männer. Kurz vorm Friedhof. So, kurz vorm Friedhof. Ja. Ey, und da spielen irgendwelche Teenie-Jungs, die vor den Mädels angehen wollen und schießen den Fußball immer permanent aufs Basketballfeld, weil ist ja lustig, um die Basketballer herumzuspielen, ja, so, weißt richtig, du? Ja, hey. So. Und dann sagt der eine Typ, und er war auch noch Lehrer, sagt, ey, pass mal auf, wir haben dir jetzt dreimal gesagt, dass wir hier Basketball spielen. Könnt ihr bitte da drüben, also nicht mal Assi, ne? Könnt ihr bitte mal da drüben spielen? Ja. Sagt so ein 13-Jähriger, zwei Köpfe kleiner als wir, sagt, ey, das ist halt ein Fußballplatz, man, halt die Fresse, wir spielen ja auch, geht ihr doch woanders hin. Alter. Ey, was hast denn du damals? Ich hätte, weißt du, was ich gesagt hätte? Tut mir leid, so. Tut mir leid, ja, ist scheiße. Und hätte wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob die alle denken, naja, die können mich ja sowieso nicht anfassen. Du kannst die ja auch nicht anfassen. Nee. Was willst du nur machen? Du kannst doch als erwachsener Mann, kannst du ja nicht hingehen und sagen, komm mal her, mein Freund, und ziehst dir mal eine durch. Das würde er verstehen. Wenn du ihm eine schellen würdest, dann würde er sagen, ja. Machst du halt nicht. Machst du halt. Aber würdest du gerne machen. Und dieses Verlangen, das ich in mir habe, das macht mir auch kein schlechtes Gewissen. Ich stelle mir vor, wie ich ihm eine Schelle gebe, Alter, und ihm bricht das Genick dabei. Und ich wäre nicht mal traurig, Alter. Würde sagen so, ja, und der Richter würde es verstehen. Er würde sagen, ja, er hat das ständig den Ball rübergeschossen. Sagst du, ja, hat er so. Dann würde er sagen so, naja, ich spiele auch Basketball, mich regt das auch auf, so ist das in Ordnung. Es ist doch so, Alter. Ja, aber wo du schon sagst, hier mit dem lauten Musik hören, ja?
in der BVG. Generell, Alter, die BVG, was ist das für ein Assi-Verein? Nicht nur, dass die Firma selber scheiße ist, weil immer was schief läuft, sondern aber auch die Leute, die es benutzen, ja? Und ich zähle mich nicht dazu, weil es ist einfach behindert, Alter. Also vor allem, wenn es so warm ist wie jetzt, reißen ja auch alle Spastiker da die Fenster auf, ne? Aber leider ist es immer so, dass wenn einer das Fenster über sich direkt aufmacht, dass es bei mir zieht und nicht bei ihm. Ja. Und er sitzt da und hechelt sich zu und ich merke, wie mein Nacken einrastet und ich denke so, Gott, morgen werde ich mich nicht bewegen können. Ganz viele Leute haben noch nicht kapiert, dass man erst die Leute aussteigen lässt und dann einsteigt. Ich verstehe es nicht. Das war eins der ersten Sachen, die sie mir beigebracht haben. Erst aussteigen lassen, dann einsteigen lassen. Beim Drängeln jetzt, ja. Wenn ich bei Netto oder so an der Kasse stehe und jemand stellt sich 1 Zentimeter hinter mich, ne? Ich denke, will er mich jetzt bespringen oder was? Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken, ja, so, ja? Ja. Und du gehst einen Schritt nach vorne und er geht mit. Ja, endlich geht's weiter. Geht's ganz nah dran an mir. So. Ich denke mir so, willst du mich verarschen? Ja. Hat der keinen so Respekt oder Diskretion oder sowas? Ja, das ist ja mal ein bisschen so. Aber das ist dasselbe mit... Ey, und nein, Alter. Es war neulich, ich lasse jemanden Platz vor mir, weil ich das so richtig assi finde, ja? Ja. Ey, und dann sagt der Typ hinter mir, können Sie noch ein Stück vor? Ich bin fast ausgeflippt. Ich dachte mir so, was willst du mir denn erzählen, Alter? Ich lasse den Platz. Ich will nicht nah ran an ihn. So wie du an mich. Wir machen hier keine Polonaise im Altersheim, Alter. Was willst du eigentlich von mir? Können Sie noch ein Stück ranrücken? Er hat mir viel Verhalten vorgeworfen, obwohl es gar nicht so war. Du hast die Schlange künstlich verlängert, Mann. Ich habe gesagt, okay. Im selben Zusammenhang in Berlin, ne? Ja. Obdachlose oder sind ja nicht mal Obdachlose. Es gibt ja echt Leute, denen gibst du auch gerne einen Euro oder so. Ja. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Wenn die dann aber kommen und so dicht an dir dran stehen und sagen, Entschuldigung, hast du ein bisschen... Dann denkst du immer, was soll ich machen? Soll ich dich... Ich würde dich gerne wegschubsen. Ja. Du machst... A, machst du mir Angst, dass du... B, stinkst du? Und C, spuckst du mir beim Reden? Ja. Geh doch weg! Armlänge! Meine Armlänge! So, wo aufschrei, wie war das bitte immer? Ein Armlänge-Entfernung so? Aber stell dir mal vor, du machst es dann, dann würden die Leute denken, guck mal, er stößt den Arm auf so, darum. Genau, ja, genau, so, genau. So ein richtig eiskalter Typ, Alter. Was ist mit dem los? Weiß ich auch nicht. Ja. Weiß ich nicht. Entschuldige, ganz kurze Frage. Ja, ja. Ich will nur... Neulich, ne? Er sagt so, ich hätte gerne was zu essen. So eine Frau sagt so, ja, ich habe noch eine Stulle von heute Morgen, die habe ich mir gemacht. Er guckt sie an und sagt so, ich will aber was Warmes. Ich dachte mir so, du Wichser, du willst Geld, weil du was saufen willst, Alter, weißt du? Die Frau, ey, sie hat sich so krass erschrocken. Sie sagt so, ich gebe nie wieder jemandem was, die ist gezeichnet fürs Leben. Ja, ey. Was soll das? Weißt du, was mir auch auf den Sack geht? Nee. Dass an deinem scheiß Auto so warm ist hier. Ist das übertrieben warm? Mach mal das Fenster runter. Ja, nee, das ist ja Tonscheiße. Wir müssen die Fenster zulassen bei 30 Grad in der Sonne. Eltern. Ja. Eltern, die der Meinung, ich glaube, es gab damals in der Politik diese Laissez-faire-Politik. Ja. Lass doch die Kinder machen, was sie wollen. Ja. Lass sie doch rumlaufen. Lass sie doch durch Anti-autoritär. Lass sie doch durch die Bahn laufen. Und wenn das Kind gegen die Fenster spuckt, dann spuckt es halt gegen die Fenster. Und Ausdruck seiner Persönlichkeit. Ja, yes, genau. Er muss sich doch erleben. Ja. Und Kinder werden heutzutage auch nicht mehr geimpft, habe ich gelesen. Ne? Ah, okay. So, das sind sogenannte Impfgegner. Krankheiten, die letzten 30 Jahre ausgestorben waren, so wie Masern, Scharlach und so, weil Eltern einfach ihre Kinder impfen lassen haben, die werden heute nicht mehr geimpft. Ja. Kinder, die sollen, nein, das macht die Natur von alleine, es wird hier nicht mehr geimpft und die Kinder werden auch nicht mehr erzogen und wenn der Kind in der Viererreihe in der fucking Bahn vor mir sitzt und 40 Mal mit seinem Bein gegen mein Knie tritt und die Mutter sieht das und ist der Meinung, das Kind darf auch noch 42 Mal gegen mein, dann raste ich aus innerlich. Indianer weinen nicht und Jungs dürfen keine Gefühle zeigen. Ja, das ist doch Schwachsinn. Lass doch die Kinder weinen, lass sie doch Gefühle haben. Aber wenn das Kind irgendwo gegentritt, dann muss man auch als Elternteil in der Lage gegen sein... Gegen einen anderen Menschen. Gegen einen anderen Menschen muss man auch in der Lage zu sein, zu sagen, pass mal auf, mein Freund, ja? Heute Abend gibt es wieder schön auf den Arsch. Ja. Ist oder was passiert? Erzähl doch mal. Also, Alter, ich saß in so einem Vierer in der S-Bahn. Gegenüber sitzt so ein kleiner Junge mit seiner Mutter und neben mir sitzt auch ein kleiner Junge. Ja, also die haben also gehört zu der Mutter, wa? Der kleine Junge sagt zu fahren in S-Bahn rein so, ja Mama, hier habe ich mal was gegessen. Schön für dich, sagt sie zu ihm. So guckt dabei aufs Handy. Sagt sie, schön für dich, sagt sie so. Doch, weißt du noch, als wir hier mal waren? Schön für dich.
Er sagt so, ja, aber Mama, ich war heute in der Schule und du hast mir gar kein Trinken eingepackt. Schön für dich. Ja, ich hab seit 6 Stunden nichts getrunken. Schön für dich. Schön für dich. Da steht der Junge auf und geht, ne? Und da steht der andere, der Kleinere, auf, setzt sich neben sie, ja? Und sie sagt so, ich hab dir gesagt, du sollst sitzen bleiben! Ja, aber Mami, ich wollte neben dir sitzen. Schön für dich, sagt sie und guckt ins Handy und tippt, ja? Und dann war er die ganze Zeit ruhig, ne? Und sagt so, wenn man nach Hause kommt, dann gehst du sofort aufs Zimmer, ja? Das ist auch so eine Mutter gewesen, die hat auch am Kinderwagen geraucht, ne? Wenn ich das sehe, da könnte ich auslöffeln. Rauch so viel du willst, Alter. Rauch, bis du stirbst, bis du schwarz wirst, ja? Aber rauch nicht in das Gesicht von deinem Kind rein. Ja. Unglaublich. Ja, weißt, ich lache jetzt hier, aber als mir das ist, ist es traurig. Das Kind steht auf und sagt, aber Mama, die Mutter ist so beschissen zu dem Kind. Ja. Und er sagt trotzdem, weil er ja denkt, das ist Liebe, ja. Mama, ich wollte mich doch nur neben dich setzen. Ja, schön für dich. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach außerdem Mütter, die sofort wieder rauchen, wenn das Kind noch im Kinderwagen ist. Da habe ich auch dann leichte Zweifel, ob sie wirklich in der Schwangerschaft aufgehört haben. Ja. Warum machst du Kinder, Alter? Warum machst du Kinder, wenn du so scheiße zu denen bist? Ja. Und die ganzen YouTuber, die von heute auf morgen Millionen machen. Oh, ich bin so real, ich bin so authentisch. Und hey, ihr Süßen da draußen, ich hab euch lieb.